Noch bevor das Entwicklungsstudio Grasshopper Manufacture unter der Flagge Capcoms in Europa durch Killer 7 bekannt wurde, da haben die Japaner noch ein paar eigene kleine Spielchen für ihr Heimatland programmiert. Darunter waren ein paar Adventures, eines davon ist Flower, Sun and Rain, welches vor einiger Zeit für den DS umgesetzt wurde und in dieser Umsetzung auch seinen Weg nach Europa geschafft hat. Wer sich vielleicht mit Grasshopper Manufactures späteren Spielen wie No More Heroes oder eben Killer 7 auseinandergesetzt hat, der wird sich sicherlich vorstellen können, auch Flower, Sun and Rain ist alles andere als ein normales Adventure. Hauptcharakter dieses Spiels ist ein Kerl namens Sumio Mondo, seines Zeichens Sucher. Wie uns der Name des Buches verrät, ist die Hauptaufgabe von Sumio das Suchen und Finden von irgendwelchen Gegenständen. Sein aktuellster Auftrag führt ihn auf das Inselparadies Lost Pass Island, wo er für den Manager des Hotels Flower, Sun and Rain eine kleine explosive Überraschung ausfindig machen muss, denn irgendwo auf der Insel gibt es einen Terroristen und dieser hat eine Bombe irgendwo versteckt. Ziemlich gefährlicher Job, klingt auch soweit nach einer normalen Detektivgeschichte, aber es ist alles andere als das. Hier stellt sich uns Sumio jetzt erstmal vor, was sein Job ist, was ich euch gerade erklärt habe, und ein bisschen über seine Eigenheiten. Wir sehen zum Beispiel, dass er seinem Auto einen Namen gegeben hat. Ich weiß nicht, ob das so gang und gäbe unter Autonarren ist, aber ich hätte jetzt Sumio auch nicht als Autonar eingestuft. Na gut, dann wollen wir mal schauen, was uns dann weiter im Spiel erwartet. Nach der ellenlangen Autofahrt sind wir jetzt endlich auf dem Parkplatz angekommen, wo Sumio gleich über das erste Mysterium stolpert. Auf dem Boden liegt ein Zettel und das ist nicht irgendeiner. Überall in der Gegend kann man nämlich kleine Behälter finden, die irgendwelche Bonusgegenstände enthalten. Um diese zu öffnen, muss man ein kleines Rätsel lösen, das eben mit diesem Fundbericht verbunden ist. Dazu schaut man sich die Rätsel an, hier sieht man mal drei Beispiele, Ersatzreifen für einen Truck, wie viele Reifen hat der da und so weiter und so fort. Und die Lösung sollte man sich am besten in ein Notizbuch schreiben, eine Funktion, die das Spiel glücklicherweise gleich mitliefert. Zum Durchspielen sind diese Rätsel übrigens überhaupt nicht nötig, sie stellen lediglich so eine Art kleine Sidequest für Bonusgegenstände und Kostüme dar. Was uns Sumio auch noch ganz deutlich klar macht, wie wir hier sehen. Deswegen werden wir diese Liste jetzt auch erstmal in Ruhe lassen und uns stattdessen der eigentlichen Hauptaufgabe zuwenden. Und die ist, erstmal überhaupt ins Hotel kommen. Wir wissen, irgendwo soll ein Kontaktmann zu diesem Zweck auf uns warten und da ist auch schon der freundliche Trucker Peter. Peter wird uns auch gleich anhand eines wunderbaren Beispiels erklären, wie die Rätsel bei Flower, Sun and Rain funktionieren, denn wir haben es hier nicht mit normalen Objektkombinationsrätseln zu tun, wie bei klassischen Adventures nach LucasArts Manier oder allem, was man sonst noch so im Adventure-Sektor findet, wir haben es hier hauptsächlich mit Zahlenspielereien zu tun. Also hauptsächlich mit Knobelaufgaben. Hier dann auch nochmal ein weiterer Beweis für den extrem skurrilen Humor des Spiels. Diese Aussage von Peter klang gerade ein klein wenig zweideutig. Wir wissen aber natürlich, was gemeint ist. Sumio Mondo benutzt nämlich seinen Koffer, um Rätsel zu lösen. Darin ist nämlich so eine Art Hacker-Tool drin. Mit diesem Gerät kann er sich in alle möglichen Dinge einklinken und das ist sogar manchmal bei Personen der Fall. Hier zum Beispiel werden wir uns gleich Peters Auge schnappen, um dort unser Geburtsdatum einzutippen. Das ist übrigens eine sehr coole Kopierschutzmethode von Flower, Sun and Rain. Dieses Geburtsdatum steht nur im Handbuch des Spiels. Wer also meint, es eben mal so illegal runterladen zu können, der wird spätestens bei diesem Rätsel ein kleines Problem haben. Allerdings in Zeiten des Internets natürlich nicht mehr so das große Problem. Dennoch finde ich gerade diesen Kopierschutz eigentlich sehr cool. Ja. Sumio wird uns jetzt hier noch eine kleine Rede halten, die hält er jedes Mal, wenn wir ein Rätsel lösen wollen. Aber man muss sich halt dran gewöhnen. Dann schauen wir uns doch mal das Innere von Catherine an. Wir haben auf der oberen Seite so eine Wählscheibe und unten unsere Optionen. Da hätten wir zum einen das Notizbuch, wo wir unsere kleinen Hinweise notieren können. Dann eine Warenliste, auf der wir einerseits ein Personenregister haben, dann noch sämtliche gelöste Rätsel, die wir im Spiel gefunden haben, Boni, die wir freigeschaltet haben und so weiter und so fort. Und natürlich das, was uns jetzt interessiert, und zwar die Büchse. Die Büchse. Jetzt müssen wir nur noch eine passende Klinke für unseren Freund finden, die reinpasst und das ist pures Ausprobieren. Jetzt haben wir endlich eine gefunden und wir werden mal schnell das Rätsel lösen. Wieder ein wenig später im Spiel sind wir endlich im Hotel angekommen, auf unserem Zimmer und sollen das Foyer erreichen.
An dieser Stelle könnte ich gleich nochmal einen kleinen Kritikpunkt anbringen, denn Flower, Sun and Rain leidet unter extrem langen Laufwegen, gerade im späteren Verlauf des Spiels, wenn man lange Wege und Straßen entlang gehen muss, ohne dass wirklich etwas passiert. Das ist auf die Dauer nervig. Gegen Ende des Spiels wird da zum Glück noch die eine oder andere Abkürzung geschaffen, die man nutzen kann. Aber in der Regel muss man hauptsächlich durch die Gegend latschen. Und das bemerkt sogar der Hauptcharakter selbst. Das ist einfach nur nervig. Etwas weiteres Nerviges. Somio hat gerade zu Beginn ein kleines Problem. Er kommt nämlich nicht mehr ins Foyer, weil ihn irgendeine Person ständig aufhält. Diese Dame zum Beispiel sucht eine Waffe, mit der man Vampire töten kann. Ja, okay. Aber in Flower, Sun and Rain ist irgendwie nichts unmöglich, habe ich das Gefühl. Und so macht das auch auf eigene Art und Weise irgendwo Sinn. Dann wollen wir mal nach dieser Waffe suchen. Der ansässige Barkeeper des Hotels verrät uns auch gleich, was Sache ist. Hinter dem Vampirtötungsmittel versteckt sich eine kryptische Botschaft. Sie meint nämlich in Wirklichkeit einen Drink. Silver Bullet, Silberkugel. Jetzt würden wir also diesen Drink immer überbringen. Allerdings ist der Herr ein klein wenig unfähig und so müssen wir selber nochmal ran. Das geschieht wieder in Form eines Rätsels. Hieran kann man jetzt ganz gut zeigen, wie so ziemlich sämtliche anderen Rätsel des Spiels funktionieren, mit Ausnahme des ersten und ein paar anderen, sowie den Nebenrätseln. Denn man bekommt so ziemlich zu Beginn einen Reiseführer zugesteckt und nimmt dieses Teil ernst, denn in diesem Büchlein steht so ziemlich die Lösung für jedes gottverdammte Rätsel im Spiel, das zur Story gehört. Mit anderen Worten, wann immer ein Rätsel ansteht, irgendwo im Reiseführer ist ein Hinweis. Wir werden uns jetzt also mal diese Büchse anschauen und dann im Reiseführer nachschlagen, wo die gesuchte Zahlenkombination steht. Also wir wissen, wir suchen einen Drink, dementsprechend sollten wir vielleicht auf den dazu passenden Seiten im Reiseführer nachschlagen. Wir öffnen also den Reiseführer und blättern ein wenig durch. Hier auch nicht. Es sind nicht alle Seiten hundertprozentig notwendig und man muss sich auch nicht die Mühe machen, gleich am Anfang den kompletten Reiseführer zu verschlingen, aber wann immer ein Rätsel ansteht, ein Blick hier rein hilft. Ah, hier haben wir auch die Seite gefunden. Hier sind die Drinks aufgeführt, da haben wir auch die Silver Bullet. Also merken wir uns die Zahlen da, 40, 10, 10. Denn das ist das Mischverhältnis, was wir hierfür brauchen. Jetzt klinken wir uns nur noch in den Mixer rein. Suchen die passende Steckerkombination. Auch nicht. Gott verdammt. Jetzt aber hier. Ja. Also. Über die Wählscheibe geben wir jetzt den Code ein. So, 4, 0, 1, 0, 1, 0. Endgültige Antwort, eingeben, Treffer, das war's. Rätsel gelöst, überbringen wir Ihnen den Drink. So langsam nähern wir uns dann auch schon dem Ende des Videos. Flower, Sun and Rain ist meiner Meinung nach keinesfalls leicht zu bewerten. Einerseits, die Story ist hervorragend, herrlich abgedreht, skurril, humorvoll, spitze. Die Grafik kann sich, abgesehen von den zahlreichen etwas matschigen Texturen, obwohl etwas ist untertrieben, sind ziemlich matschig, auch eigentlich ganz gut sehen lassen. Der Grafik die passt zumindest hervorragend. Der Soundtrack ist wunderbar. Das Problem ist leider die gesamte spielerische Ebene. Erstmal ist das Ding stocklinear. Wenn man an einem Rätsel festhängt, dann hängt man endgültig fest. Und dadurch, dass die Rätsellösungen manchmal nicht sehr eindeutig sind, kann das schon mal zu Frustmomenten führen. Ein weiteres Problem ist, dass zumindest in der deutschen Version zwei Rätsel unlösbar sind und man dementsprechend auf die englische Version umschalten muss, weil Zahlenreihenfolgen in der deutschen Schreibweise anders angegeben sind. Andersherum gibt es einige Verständnisprobleme, zum Beispiel, wann ist jemand volljährig in Deutschland? Das ist dem Spiel allerdings egal, es will die japanische Volljährigkeit und so weiter und so fort. Das sind alles kleine Dinge, die leider stören, kombiniert mit den langen Laufwegen, die man später zurückzulegen hat und dem teilweise unklaren Vorgehen. Es ist einfach nicht so spielerisch toll, aber tatsächlich präsentationstechnisch und so definitiv mal einen Blick wert, vor allem, weil man es stellenweise schon für 10 Euro kriegen kann. Also gut, das war's soweit von mir und Flower, Sun and Rain. Ich hoffe, ich habe euch das Spiel schmackhaft machen können. Man sieht sich und bis dann.